Kung Fu Fitness Snack Bite. Bei Kung Fu Commander lief ich online, nehmen wir jetzt aufgeben, nehmen wir jetzt kapitulieren. Ja. Wenn da wieder was Positives, ja, will er euch echte Lebensgeschichte erzählen. Ja. Das sind positiv, das ist negativ. Ja. Auf jeden Fall, das Positive draus ist immer ein Lernwert, kann man rausziehen. Ja. Und ich gucke halt, dass ich dann das nicht einfach an der Wohnung mache, sondern einfach auch die Atmosphäre zu der Handlung oder zu dem, was ich auch eigentlich vermitteln will, auch stimmt. Ja. Gute Kampfkünstler oder gute Kampfsportler, denen auch die zwei Kampftechniker erklärt, Kampftechniker und denen auch lehre ich, vermittle auch Philosophie oder Lebenserfahrung vermittle, wie zum Beispiel mit so einer Geschichte. Das kann man auch mal machen. Oh, jetzt fahren wir mal da mal weiter. Ich glaube, ich bin nicht so gut an einer Stelle zustande. Frinki und Leonie, ich glaube, das wird Samstag nicht, aber wir können uns Samstag schon mal treffen. Ja? Wenn er so einen Coach braucht, weil wir wissen ja, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben, weil ich muss am Samstag auf ein Grillfest. Ein Kumpel von mir, der Maxim, der möchte Grillfest und da freue ich mich auch schon drauf. Und da haben wir auch, ja, aber wir treffen uns definitiv mal wieder. Ja? Ja. Auch schön daran, der hat einen Ferien in China. Und gegen den Rassismus zu sein, ist schon mal eine gute Geschichte. Ja? Wenn man gegen den echten Rassismus ist, dann gibt es ja auch Fake-Rassisten-Jäger, so, die quasi dann irgendwie Leute zu Rassisten machen, die keine sind, um bei irgendwelchen anderen Leuten wieder gut darzustellen. Das gibt es alles. Ja? Gegen Rassismus, gegen den echten Rassismus zu sein, ist eine gute Sache. Und aber es hört sich trotzdem an die Regeln der Bundesrepublik halten, an die Gesetze. Ja. Wenn einer vorbei rassistisch auftritt, dann kann ich sagen, stopp, was du siehst, ist nicht richtig. Und verbal mit dem kommunizieren und sagen, mit Intelligenz, du gehst einen falschen Weg. Ja. Wenn einer körperlich gleich jemand angreift, ja, das heißt, ob er mich angreift, bin ich Mischling, oder jemand anders angreift, ja, dann muss ich direkt mit SV agieren und dem helfen oder mir selber helfen. So, ja. Das ist dann, man soll sich an die Gesetze halten. Wenn einer was rassistisch sagt und schlägt dem einen ein, dann mache ich ja trotzdem was gegen das Gesetz. Ja. Dann, weil ich bin ja nicht die bessere Argumente, ja, weil Rassismus ja dumm ist. Und dann kann ich den auf die Seite nehmen oder sagen, du, das ist ein Mensch wie der andere auch, oder ich bin ein Mensch wie du auch. Was sollen die Vorteile? Ja? Ich denke mal, dass der Kommentar manchmal nicht weiterkommt. So, laufen wir einfach mal weiter. Ist heute viel los, sagen wir so. Ich werde mal auf die Richtung laufen soll, wo mir geboten ist. Danach sind wir letztes Mal gelaufen. Ja? Für mich als mich selber, dann laufen wir dann noch. Ja. So. Ja, wie schon gesagt, mal, ich glaube, mein Ex-Frau hat mich damals verwechselt mit jemandem. Anders kann es nicht sein, da hat immer Leute miteinander verwechselt, da finde ich mal die Geschichte an. Und ich war schon lange nicht mehr in seinem Dojo, viele Jahre nicht mehr. Und 2011, 2012, so in einem Dreh rum, habe ich so einen Teamleiter gehabt, der gesagt hat, er kommt Kung-Fu-Training. Ich sage, wo trainierst du denn? Beim Vladimir, dem Schrecklichen. Ja, bei dem trainiere. Dann sage ich, weil man kennt sich ja irgendwo. Und habe gesagt, ja, so schon allein, wenn man sich kennt und hast Respekt, sagt ihm einen schönen Gruß. So, was ist zurückgekommen? Ja, der hat mir als Rassist vor allen nachgestellt, das hat mir der Trainer auch dann gesagt. Das hat die Runde gemacht. Und bevor der Italiener mir gesagt hat, da sind die ja zu acht, die haben wir angefangen, weil die echt das glaubt haben, muss ich mir überlegen, da benimmt sich einer korrekt zu den Kollegen. Ist eigentlich, ich bin ja gegen Rassismus, weil es einfach dumm ist, Rassismus. Und einer behauptet was und die Behauptung, auch wenn sie fehlerhaft ist und nicht stimmt und falsch ist total, nehmen die anderen an und dann wirst du zu acht angefangen. Das sind eigentlich quasi so Methoden, wo ja Rechtsextremisten machen. Rassisten machen.
mit mehreren Ohren abzufangen. Das ist nicht ja das, was Rassisten machen. Ja? Und so die Fake-Rassisten Jäger, ja, die jedes Gerücht glauben, ja, ist auch total gesetzeswidrig. Ja? Gut, ich bin froh, dass ich aus der Nummer so heute damals rauskomme in 2011, 2012. Wir haben einen Pulli angehört und ein T-Shirt angehört. Und mir ist eine Geschichte vom Arni, dass er quasi, der ist ins Bierzelt mit Kumpels gegangen, einer ist gekommen und hat mit dem zu kämpfen wollen. Arnold klappt sein Jackett auf, spielt mit den Brustmuskeln, dass der andere so weiß geworden, dass er dann dass er die ganze Leute eingeladen hat, einfach so auf ein Bier und Weißwurst. Da hat mit dem Arni nämlich gleich wollen. Und hab gedacht, in dem Moment, die Geschichte erzählt, das wird bei mir nicht funktionieren. Aber was habe ich denn vor Wahl? Ich ziehe mein Pulli und mein T-Shirt gleichzeitig aus und zeige meine Muskeln, weil das ist ja immer noch ein großer Unterschied. Der Schwarzenegger hat ja viel, viel mehr Muskelmasse gehabt wie ich. Aber dementsprechend habe ich trotzdem ausgesehen wie ein Tier und hab meine Muskeln gezeigt. Die gucken sich erschrocken an. Und ich habe noch immer noch Angst gehabt, jetzt gibt es eine Schlägerei. So, jetzt gibt es eine Schlägerei, habe ich gedacht. Gell? Und, da kommt der LKW. He? Interessant. Ja, auf jeden Fall. Aber dann jetzt geht's voll ab. Ja? Dann komme ich dann mit der Natsch. Wird vielleicht sinnvoller sein. Da denkt jetzt geht's voll ab. Ja? Oder da haben wir ja noch mehr Ruhe. Jetzt geht's voll ab da hinten. Und ich mische mich voll auf. Da gucken die sich auch erschrocken. Laufen einfach weg. Am nächsten Tag habe ich jetzt kriege ich noch, trotzdem noch Ärger. Und dann da kommt einer, ich lade auf den Kaffee ein, Timo. Dann kommt der zweite, ich lade auf den Kaffee ein. Der hört mich schon auf den Kaffee eingeladen. Ja, vielleicht später, aber herzlichen Dank, dass mir auf den Kaffee eingeladen wird. Auf jeden Fall waren es die Kollegen, wo Pest noch gegenüber gestanden sind, auf einmal wieder beste Kumpels. Ja? Und dann hat mir dann der italienische Kollege angesprochen, sag mal, ich habe das und das gehört, stimmt das eigentlich? Nein, stimmt auf keinen Fall, ich bin gegen Rassismus. Da muss der quasi, dein Seafooder quasi gleich verwechselt haben. Ja? Stellen wir mal in die Richtung. Ja, da muss der gleich verwechselt haben. Das hat er ja früher schon öfters da und der Italiener sagt, ja stimmt, hast du eigentlich recht, da verwechselt schon oft Leute. Ja. Und gut, jetzt habe ich einen anderen YouTuber geholfen. Das war im ersten Jahr von Corona. Ja. Ich war, also die Geschichte mit dem, was ich gerade erzählt habe, das war 2011, 2012, dann auch von Corona, weil ich arbeitslos war, ich habe immer Arbeit gesucht, wird eine Arbeit gefunden. Und der Meister hat gesagt, wenn du in dem Betrieb die und die Qualifikation hast, kriegst du einen festen Vertrag. Das wäre auch kein Problem, das zu machen, die Qualifikation nicht zu holen. Ich habe geschafft wie ein Bär. Wir sind auch in den Container gestanden, wo die Sonne drauf prallt. Da war 40 Grad drin, da muss schwere Sachen klopfen. Die anderen haben eine oder zwei Kisten geklopft, die haben drei Kisten geklopft und hat sie herumtragen. Dann haben wir den Arsch aufgerissen. So. Jetzt war ein Kollege und der hat es besser gewusst und trotzdem hat er mir da als was nachgestellt, was es nicht war. Der war, ja, wenn man echte Rassisten bekehren will oder so, ist alles in Ordnung, ich bin gegen Rassismus. Aber wenn man Leute zu Rassisten macht, die keine Rassisten sind und sogar gegen Rassismus sind, dann ist das schon, und man macht sie zu Rassisten, dass man einfach bei den Kollegen gut dasteht, dann ist das Sauerei, eine große Sauerei. Und der Kollege, mit dem habe ich, der hat Glatze gehabt und so, ein Scheitelding und das Neoblond gefärbt. So. Und vor allem bin ich auch Mischling, teils Chinesisch, teils Deutsch, wie kann ich rassistisch sein? Das Gegenteil. Ich bin gegen Rassismus. Und auf jeden Fall, eine Fabrik davor habe ich den schon mal getroffen. Ja. Da haben die eine Gruppe Afrikaner gemobbt. Und ich habe den Afrikaner immer geholfen. Und als sie den wieder gemobbt haben und den Kollege, der mit der Glatze, mit dem Schädelding. Der ist drauf vorbeigelaufen und sagt, willst du mir nicht helfen, die Afrikaner zu beschützen? Die wurde ja richtig rassistisch gemobbt. Halt, das gehört mir nicht so, was er nicht davor hat. Er hat gesagt, ich weggelaufen. So. Der hat auch gesagt, dass er mich in YouTube verfolgt, als ich mit ihm in der anderen Fabrik war. Er sagt, keine Ahnung, keiner weiß, wer er eigentlich ist. Ja? Um da
Ja, auf jeden Fall, vielleicht ist er auch ein anderer Mensch und ein besserer Mensch. Auf jeden Fall habe ich dann in der neuen Fabrik, wo wir waren, einen YouTuber beschützt, wo ich denkt habe, der wird ungerecht behandelt. Und ich habe auch, wo ich den YouTuber beschützt habe, da waren wir jetzt spät von der neuen Fabrik, wo der vorgefallen ist, da habe ich auch gesagt, ich bin gegen Rassismus und ich bin gegen Rechtsextremismus, habe ich gesagt. Danach habe ich einen Begriff erklärt beim Schluss, wo man vielleicht das Gegenteil vermuten kann, aber mit dem ganzen Content hat man das Gegenteil nicht vermuten können. Da war es nämlich klar, dass ich gegen Rassismus bin und gegen Rechtsextremismus bin. Ja. Und was möchte das Bürschle? Er denkt, der wahrscheinlich ist er zum Chef, zum Meister und so etc. Weil ich war damals über Zeitarbeit denen, die mir gesagt haben, ich darfst du mal Probe schaffen, wenn du gut schaffst, wirst du verlängert. Weil das war Zeitfirma. Ja gut, wie haben wir. Noch ein dritter, ich habe den Clip online gestellt, habe den kann nichts passieren. Da wird wahrscheinlich zum Chef gesagt, dann gucken Sie mal den Schluss an. Weil dann möchte es ja nicht nur ein falscher Eindruck. Und dann ist der mit dem Meister raus, mit dem Chef raus und so. Und hat einen Finger auf mein Zeug, das war Zähne im Dritten Reich. Ja, so. Weil das sind Systemlinge, die bietet sich jedem Trend an. Ja? Nur, dass sie in dem politischen System, wo gerade aktuell ist, bevorzugt wird. So, jetzt kommt der raus, zeigt mit dem Finger auf mich. So, statt ein paar 100 Meter, 200 Meter weg, zeigt mit dem Finger auf mich. Und da hast du gewusst, keiner was der geschwätzt hat. Und das war zählen im Dritten Reich, wenn einer denunziert wird, wenn einer an Arbeitern reinrennt und seine Chefs rausholt und so und sich und die der Mannschaft da steht und sagt, guck mal, der ist Marxist, der im Pauseraum das Kapital gleich. Irgendwie so musst du dir vorstellen. Oder in der DDR, der will flüchten. Ja, der hat mir das erzählt, so ungefähr. Ja. Dann, ihr müsst euch vorstellen, eine Woche vor Gott, dann kommen sie zu Boro. Das war eine Zeitfirma für, kommen sie ins Büro, das war eine Zeitfirma, die in der Firma drin war, kommen sie ins Büro, hier ihren Festvertrag in der Zeitfirma, kommen wir heute im Festvertrag nur eine Woche, das sage ich, dann müssen sie für Druckfehler sein, warum nur eine Woche? Ja, sie schaffen gut, sie benehmen sich auch gut mit den Kollegen, aber da haben wir schon einiges gehört, das möchten wir noch beobachten. Ja. Ich sage, was sind sie denn hier? Da werden wir uns jetzt weiter äußern. Es sind schwerwiegende Vorfälle im Raum. Da muss ich ja denken, dann sage ich, ich könnte mir wahrscheinlich vorstellen, was ist, aber ich bin nicht das, als was mir der Kollege vorgibt. Und da war es auch mal so, dass ich dann. Ich darf wieder schön, ne? Das kann frei rein. Da habe ich gesagt, ja, also und dann bin ich mal zur Stempeluhr gelaufen, wollte Stempel noch feiern. Da waren Afrikaner hinter mir, da wahrscheinlich das Gerücht auch glaubt. Hat mir auch gesagt, schneller! Stempel, schneller! Und die haben da gar nichts gesagt. Und da war ja eigentlich klar, dass ich kein Rassist bin, weil ein Rassist hätte ganz anders agiert. Ja? Dann einen Tag später, der Wirkkommer hat es gemacht. Da sage ich zu dem ganz ruhigen Geduld, warum schreist du so? Ich muss erst mal eine Stempelkarte rausholen, wenn du quasi schneller Stempeln willst, dann kannst du ja schön vor mir laufen. Also, da hat er weitergeschrieben, da sag ich, du, ich schreibe mit dir doch auch nicht. Ich schwätze doch mit dir auch nicht, ich gebe dir doch auch einen Respekt. Ja, okay, du bist ein Rassist. Ich bin bestimmt kein Rassist. Wenn ich ein Rassist wäre, hätte ich jetzt mit dir anders schwätzen, oder? Ja, der Kopf hängt klassisch weggelaufen. Ja, und dann hat es auch so die Szene gegeben, da ist ein türkischer Kollege ist gekommen, den ich eigentlich gemacht habe, hilfst du mir bei was? Ja. Und dann bin ich mitgelaufen, da waren auch zwei russische Kollegen, die sind wie die Schläger rumgestanden. Und da war so ein Ort, da war halt niemand. Da bin ich gegangen, jetzt zu dritt auf mich los. Ja. Die gingen zum dritt auf mich los. Ja, das wirkt dann schon wie Rechtsextremismus. So, wenn zu dritt auf alle auf einen Ausgang wollen, haben einen türkischen Kollegen ein paar Worte türkisch geschwätzt, um es gerade klar zu kristallisieren. Ich bin kein Rassist und ich bin auch kein Rechtsextremismus, ich begegne das. So, und dann da hat der türkische Kollege, mit dem ich zwei geschwätzt, ah, lass gut sein, ich halte den für korrekt. Da sind zwei russische Kollegen gegangen und dann hat es einmal gesagt, die Zeit, das Büro von der Zeitfirma will umziehen und hier ein russischer Kollege hat dann da
beim Tragen helfen müssen. Dann habe ich mit einem russischen Kollegen Russisch geschwätzt, um zu zeigen, dass ich kein Rechtsextremist bin. Der hat mich angeschrien: Ich spreche nur Deutsch! So. Obwohl ich ja schon gesehen habe, dass mit einem anderen schon Russisch geschwätzt hat und so. Und das hat keiner hat mich beim Schaffen mal angeschrien, dann sage ich: Du, lass das. Ja. Ich schwätze mit dir auch nochmal. Dann hat mich wieder angeschrien. Ja. Obwohl ich dann im Recht war, wie man das besser tragen kann. Und habe ich auch zurückgeschrien und gesagt: So läuft es besser. Da war, glaube ich, eine Maus. Und dann hat er gesagt: Ja, eigentlich hast du recht, so machen wir es dann, wie du siehst. So, ja, dass ich wieder erschrocken bin. Ja. Weiß ich, was da abgelaufen ist, wenn es ankommt. Ja, gut, dann, ich habe da mein Bestes gegeben. Andere, da gab es viele ausländische Kollegen, also viele waren gegen mich, viele waren für mich. Die meisten Deutschen waren immer gegen mich. Und dann haben sich die, die für mich waren, die ausländischen Kollegen, sich für mich eingesetzt und gesagt: Der ist kein Rassist, der ist kein Rechtsextremist, der schafft ja mit uns harmonisch. Ja, und dann haben sie gesagt: Ja, schaffe dusch mit den Kollegen, bist okay, und schaffe dusch gut, du kannst zupacken, bist stärker wie alle anderen. Hättest du nicht Lust, Obernachtschicht zu machen in einer anderen Abteilung? Ich sage: Okay, ja. Okay, die Obernachtschicht wäre super. Hätte kein Problem, ist anstrengend, aber ich mache das. Und dann hast du auch Chance auf einen Festvertrag. Gut, dann bin ich in eine andere Abteilung gekommen. Da habe ich eine Thailänderin kennengelernt, die war so wie ich, die hat immer vom Essen geschwätzt und war lustig wie ich. Und ich habe mit ihrer gerne geschafft, die hat mich auch so ein bisschen an meine Ex-Frau erinnert. Mein chinesisch-koreanisch war die, ist sie. Und da haben wir mit ihr zusammen geschafft, das war mir wert, ein Herz und Seele. Und ich habe gedacht, vielleicht bleibe ich mit ihr eine gute Kollegin. Und ich habe Schmetterlinge im Bauch, vielleicht wird es auch mehr. Ja. Und da haben wir mit ihr gut zusammen geschafft. Da war eine andere Frau, eine deutsche Frau, die hat mir auch mega, das war meine Vorarbeiterin und ich habe da auch mein Bestes gegeben. So. Jetzt war das halt in Corona-Zeit so, dass die Schichter sich nie treffen dürfen in der Halle, sondern die anderen draußen gewartet. Wenn die anderen draußen waren, dann die anderen rein dürfen. Jetzt sind die, wo ja mit dem Rassismus vorgemeißelt, gerade der ohne auch mit dem Schädel denkt, die sind immer draußen geguckt und haben dann Gift und Galle gekotzt. Ja, es ist halt geil, mit mehreren von loszugehen, haben Gift und Galle gekotzt, weil ich ja noch da war. Ja, das haben die mir ja nicht gönnt. Ja. Und es gibt ein islamisches Sprichwort: Nehmt dem Kollegen nicht Brot weg. Das heißt, versaut ihm nicht seine Arbeit. Gibt es auch im Christentum, Buddhismus auch. So, jetzt sind die da Gift und Galle gespuckt. Und die Russen, ja, das waren zwei Russen. Es gibt auch andere Russen, die sind super sozial. In Deutschland haben die nur sozial und super Russen getroffen. Das waren halt zwei andere. Da gibt es auch unter Deutschen. So. Und der eine deutsche Kollege war auch so daneben. Und die zwei haben dann immer gesagt: Ja, dem sein Arbeitsplatz machen wir kaputt, ist lustig, wenn der nirgends, wenn die überall weggeschickt wird. Fand ich die lustig. Auf jeden Fall haben die kurz und gar nicht gespuckt, denn so lange die Chefabteilung plagt, ja, so lange auf die Neid trollt. Ja, auf jeden Fall, ich habe mein Bestes gegeben, Vorarbeiter war in der anderen Abteilung zufrieden, die Thailänderin war mit mir zufrieden, da hätte sich ja vielleicht noch was entwickelt. Auf jeden Fall zwei, drei Wochen Nachtschicht. Kommt ein Brief vor ihm: Ja, die Kollegen beruhigen sich nicht, am besten sie verlassen unseren Betrieb. Und das war halt auch die Chance gewesen, feste Arbeit zu haben und so. Und wie schon gesagt, ja, das war für mich richtig hart, wo mich richtig verliebt haben zum ersten Mal, das war meine Frau. Da habe ich bei Thailändern kennengelernt, ja, Liebesgefühle gehabt, die hat sich dann für meinen Kumpel entschieden. Da war halt auch ein neues Schmetterling gebrochen zu der Arbeitskollegin, zu der Thailänderin. Aber da war sie auch weg, wir haben uns ja trennen müssen, weil da sind ja die Vorwürfe im Raum gewesen. Ja. Und dann, jetzt bin ich eigentlich so innerlich verbrennt, dass ich mir auch nicht traue, irgendwie einen anderen Mensch wieder ins Herz zu schließen. Da kommt er hinzu, also als ich den Betrieb verlassen habe, da habe ich gesehen, wie der heute ja noch eine Woche später Papiere klar machen müssen. Und dann habe ich gesehen, wie der afrikanische Arbeitskollege wollte Zigarette rauchen und ist Treppe runtergelaufen. Und mir hat der Stufe übersehen und ist dann voll, der ist dann nach vorne gefallen und voll auf der Schenkel geknallt. So, jetzt ist der mit Schmerzen liegen geblieben und ich helfe dem auf und der sagt zu mir: Das hätte ich nie gedacht, dass du mir jetzt hilfst. Dann sage ich: Guck, hier nicht, was andere zu anderen sagen, ja, sondern
versuche die Menschen selber kennenzulernen. Ich bin gegen Rassismus und war noch nie ein Rassist. Ja, das ist halt damit, dass du hilfst, damit, dass du hilfst. Das heißt, ich sehe das selbstverständlich auch, dass ich dir geholfen habe. Ja, obwohl ich so schlecht zu dir war. Das sei heißt, ja, das hat ja, das ist ja trotzdem kein Grund, dir dann nicht zu helfen. Ja, ja danke. Ja? Ich stelle es im Betrieb klar. Ja? Und bin ich mit dem ins Boden auf und die haben gesagt, nein, Herr Funk, so läuft es nicht. Wenn wir neu sagen, sagen wir neu. Ja? Und nur weil einer irgendwas, der hat nämlich mich so nachgestellt, dass er nämlich bei den anderen Kollegen als super da steht. Und das ist halt nicht in Ordnung. Ja? Man sollte gegen Rassismus kämpfen, aber man soll keine Hexenverbrennung machen. Weil im Mittelalter hat man dann Leute zu Hexen gemacht, die keine Hexen sind, weil es Hexen nie gegeben hat. Aber dort hat auch einer gesagt, ja, haben Sie mit dem Besen durch den Waldflieger gesehen oder durch die Stadtflieger gesehen? Die sind dann alle andere geglaubt und dann hat man die Frau dann verbrennt oder so. Und es gibt ja keine Hexen. Rassisten gibt es leider, gegen den muss man auch kämpfen, aber nicht Leute zum Rassisten machen, die keine sind, nur weil man selber gesellschaftlichen Vorteil dann haben kann. Das ist dann, ja, so. Zeit sehen.